Ich höre eure Computer bereits schreien, aber es gibt heute eine Runde CC Shoppen. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde CC Shopping. Ich habe wieder jede Menge coole Creator gefunden, beziehungsweise ihr seid ja auch immer so gut zu mir und schickt sie mir zu. Und ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich muss alles haben. Und dann speichere ich mir das immer auf Instagram oder in meinen Notizen und so sammelt sich eine Menge Custom Content an. Aber ich warte immer, bis wir uns das gemeinsam im Video angucken können. Und genau das passiert heute. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Runde CC Shopping. Dun, dun, dun. Also wie gesagt, habt ihr mir jede Menge coole Creator geschickt, beziehungsweise manchmal werden mir auf Instagram einfach welche angezeigt. Und deswegen starten wir heute mit einem Creator, den ich glaube ich noch nicht kenne. Und zwar ist das Sonja Sims. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich davon schon mal Haare runtergeladen habe. Aber ich kann mich an eine Menge nicht erinnern. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen geschaut, weil das ja auf Patreon immer so eine Sache ist, weil viele Sachen halt auch hinter einer Paywall sind, auch wenn es nicht erlaubt ist. Also zumindest, glaube ich, 30 Tage oder so dürfen die das nur machen. Versteht mich nicht falsch, ich bin auf jeden Fall dafür, dass jeder fair für seine Arbeit bezahlt wird. Ihr seht, ich habe ja auch Patreon-Mitgliedschaften. Aber es gibt wirklich Creator, die alles hinter einer Paywall verstecken. Und das finde ich nicht gut. Aber hier sehen wir schon, dass es eben auch welche gibt, die frei zum Downloaden sind. Und ich bin hier in erster Linie, weil ich Kinderfrisuren gesehen habe. Und ihr wisst, ich brauche immer Kinderfrisuren. Und die finde ich schon richtig, richtig cool. Ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Trip, dass ich bei meinen Kindern und Kleinkindern auch Maxis Match CC benutze. Aber mehr ist mehr, Leute. Ne? Ihr wisst, beim Custom Content ist mein Motto immer, mehr ist mehr. Ach so, das wird über Curseword wieder runtergeladen. Alright. Er ist ein sehr hotter Boy. Die Frisur finde ich sehr geil. Und für die Jungs möchte ich das bitte auch haben. Und für die kleinen Kinder bitte auch. Warte mal, jetzt gucke ich mal, ob ich hier drauf drücke. Kann ich. Okay, Entschuldigung. Also ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Oh oh. Das ist ja jetzt äußerst fatal. Die ist ja auch süß. Aber irgendwie kenne ich die Frisur. Erkenne ich den Creator doch? Please hold the line. Ja, okay, ein paar Haare habe ich von diesem Creator schon, aber nur 5. Okay, die Frisur habe ich tatsächlich schon. Es ist für mich trotzdem ein neuer Creator, Leute. Wisst ihr, das ist das Gute, wenn man so vergesslich ist wie ich, dann hat man immer wieder eine tolle neue Experience. Man freut sich jedes Mal wieder neu drüber. Also viele der Sachen sind mir auch zu realistisch. Okay, den Brian habe ich anscheinend auch schon, aber nicht für Kinder. Ist halt aber auch so eine A-Loch-Kind-Frisur. Spaß. Oh ja, doch, an die Frisur erinnere ich mich. Die Frisur habe ich definitiv. Super süß. Brauche ich. Die ist auch sehr süß. Die möchte ich gern auch haben. Ihr wisst, bei Frauen gehe ich Nightcrawler nicht fremd, ne? Bei Frauen bleibe ich immer Nightcrawler treu, weil ich finde, das sind einfach die schönsten Haare. Und dann macht es auch gar keinen Sinn, wenn ich mir was anderes runterlade, weil da bin ich eh unzufrieden mit. Ey, ey, die ist auch irgendwie schön, aber ich sehe mich da schon wieder, dass mir das so unrealistisch ist. Die ist ja hübsch. Oh, die brauche ich. Die brauche ich definitiv. Die Männerhaare sind ja auch alle geil. Also ich finde, sehr viele sehen immer sehr ähnlich aus. Aber ich glaube, das ist einfach bei Männerhaaren so, weil das eben Kurzhaarschnitt ist. Und da man ja auch nur begrenzte Möglichkeiten hat, die zu stylen. Ach, hier gibt es die Frisur auch noch für Kleinkinder. Eieiei, apropos, ich brauche dringend Haare für Säuglinge. Das ist immer so eine Sache, ne? Da habe ich echt noch nicht viel. Oh Gott, das sind ja so viele Haare. Wieso gibt es hier so viele Haare und ich wusste nicht davon? Das ist eine Frage, die ich mir jetzt wirklich gerade stelle. Also, weil ich wusste ja, ob wir sie davon, aber ich hatte die Haare nicht. Nee. Anscheinend kann man bei den Haaren von dieser Person im Make-up noch die Farben komplett ändern mit den Slidern. Oh mein Gott, das werden wir uns gleich sowas von angucken. Das ist ja krass. Die ist ja auch süß. Komm mit, komm. The Wedding Hair. Also vieles gefällt mir, wie gesagt, auch nicht. Aber das ist schon geil. Das ist schon sehr geil. Die möchte ich auch noch. Ja, ich meine, also Zöpfe kann man auch nie genug haben. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin machtlos, Leute. Das ist nicht meine Schuld. Guckt mal, wie süß. Okay. Und das hier. Oh, Hilfe. Okay, was ist das? Ist auch sehr süß, ne? Uiuiuiuiui. Ups. Hört ihr meinen PC schreien? Erinnert ihr euch noch dran, als ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt all meinen Custom Content gelöscht. Jetzt lade ich nur noch diese Sachen runter, die ich wirklich brauche. Lang, lang ist's her. Nee, ich mache das natürlich für euch. Ist ja ganz klar, ne? Ist ja ganz klar. Das ist aus meiner Selbstlosigkeit heraus, damit ihr coole Creator entdeckt. Deswegen mache ich das hier. Weiß ich nicht, Digga. So, noch eine Seite, würde ich sagen, oder?
Oh Gott, es gibt 18 Seiten. Nee! Oh mein Gott, wie cool ist diese Frisur denn? Ach du heiliger Strohsack. Ich habe schon eine völlig neue, ich habe eine Storyline. Ich brauche nur noch ein Kind, was diese Storyline spielen kann. Das ist ja sowas von großartig. Hope hätte diese Frisur so toll tragen können, obwohl sie hatte nicht so lange Haare, aber trotzdem. Oh, und die ist ja auch toll. Uiuiui. Für Kleinkinder gibt sie auch, ist sie mir ein bisschen zu gestylt. Und für Männer gibt sie auch. Also Gleichberechtigung für alle hier in diesem Land. Das ist ja schön. Sehr, sehr cool. Okay, die anderen gefallen mir nicht. Och, nö. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Bömmels. The Great Disappointment. Du wirst mich nicht disappointen, das weiß ich. Und für Kleinkinder gibt es ja auch hier kaum rein da. Das ist aus dem Dezember? Ach du heiliger Strohsack. All das, was wir bisher runtergeladen haben. Und es ist bis Dezember. Ach Gott. Ich wollte euch heute wieder mal viele Creator zeigen. Das klappt bis jetzt ja sehr gut. Ja, was soll ich denn jetzt auch noch machen? Diese, also, das ist auch, also, Frechheit. Die sind einfach schön, die Frisuren. Komm, eine Seite. Guck mal, dann sind wir bei 10 und das ist gut. Ach ja, komm, ich liebe doch solche Frisuren für Kinder. Und die ist doch auch so süß. Ja, und die ist halt schön und die ist halt auch schön. Ach Gottchen. Ja, komm, noch eine. 11. 11 ist eine schöne Zahl, ist eine Schnapszahl, da sind wir glücklich. Ja, guck, gefällt mir alles nicht. Schön, gefällt mir nicht. Die möchte ich gerne mitnehmen. Der Rest gefällt mir nicht. Das ist ja sehr schade, dass mir das nicht gefällt. Aber die möchte ich, glaube ich, noch mitnehmen. So, die hier und die. So, jetzt ist gut. Ich schließe die Seite. Die anderen 7 Seiten werde ich dann offscreen dann einfach noch durchgucken. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was es Neues bei Cibulette gibt, denn ich zahle ja für die Patreon-Mitgliedschaft und dann wollen wir davon auch mal Gebrauch machen, ne? Oh, nö. Ist das ein Set? Ist das schon raus? Ach, 27.02. Och, Mann, wie schade. Aber wie süß ist das damit? Oh, guck mal, diese Herzcollage. Da freue ich mich riesig drauf. Das wird ja fantastisch. Ach so, Public. Nee. Oh, ich kann schon downloaden. Irgendeinen Vorteil muss es ja haben, ne? Wow. Oh mein Gott, ist das süß. Ich kann nicht mehr. Wie schön. Oh, Fußmatten. Das sind auch nur Dinge, über die sich Sims-Spieler freuen, ne? Lukas hat sich letztens drüber lustig gemacht. Also was heißt letztens, ist auch schon ein Jahr her, als wir uns über Körperbehaarung gefreut haben. Das sind solche Dinge, die nur Sims-Spieler kennen. Ja, Körperbehaarung. Okay, das möchte ich alles haben. Das brauche ich alles in meinem Leben. Guck mal, das ist sogar auf... The Sims Resource. Du kommst mir bitte in die Tüte. Und du auch. Juhu. Fantastisch. Macht mich sehr froh. Was aber noch? Nee. Guckt mal, sowas heruntergekommen. Ist das sehr perfekt für meine Rags to Riches Challenges. Eieiei. Ja, was soll ich machen? Guckt euch das mal an. Abgeranzte Sachen, wie toll. Ja, okay. Und die Sachen habe ich schon runtergeladen. Gar nicht so schlimm. War ja gar nicht so viel, ne? War ja gar nicht so viel. Dann gucken wir mal ganz kurz bei Nightcrawler vorbei. Ich wollte euch neue Creator zeigen. Es tut mir leid, aber wir müssen ja wissen, was es dann... Was es gibt. Ja, brauche ich. Ja, brauche ich auch. Das ist ja auch schön, oder? Guckt mal. Och, hübsch. Hübsch einfach nur. Oh mein Gott, wir sind Pony. Das wäre auch sehr gut für meine Challenge hier gewesen, für die ChatGPT-Challenge, wo ich Britney Spears erstellt habe. Ich nehme es auch einfach so. Kein Problem. Da muss ich nicht eine Britney für erstellen. Oh Gott, ist das toll. Yo, oh mein Gott, Bömmels. Also so eine Eskalation hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Ich glaube, die habe ich schon. Kann das sein? Okay, ja, die Frisur habe ich schon. Das heißt, alles abgehakt. Fantastisch. Dann kommen wir jetzt zu den neuen Creatoren, die ich euch zeigen wollte, abgesehen von Sonja Sims. Ich wollte euch erst noch Casual Sims zeigen, weil da gibt es nämlich auch Kinderhaare. Aber ich habe gesehen, dass da auch eine Menge hinter der Paywall sind. Aber ihr seht, da gibt es auf jeden Fall auch viele Kinderhaare, wenn man denn dann dafür bezahlt. Ja, die sind auch eigentlich sehr süß, ne? Möchte ich auch haben. Achso, das geht auch über. Ach nö, da ist jetzt bestimmt dann wieder so viel, ne? Ich meine, eigentlich sollte ich mich nie beschweren. Das ist ja was Schönes, aber... Ist nicht gut für meinen PC. Ey, das ist so krass, ne? Manchmal findet man einfach nichts und irgendwie, das ist wirklich wie shoppen im Real Life. Manchmal findet man gar nichts und dann geht man shoppen, wo man nichts erwartet und kauft so den halben Laden gefühlt. Das war, glaube ich, ein Fehler, dass ich da jetzt drauf gedrückt habe. Oh nee, da sind sogar Kleinkindhaare. Ich kann nicht mehr. Ich kündige. Oh mein Gott, ist das toll. Wie geil ist denn bitte diese Cappy? Ich weiß, ich habe eben schon eine Frisur mit Cappy runtergeladen, aber die ist noch viel besser. Die ist ja noch sowas von viel besser und für den Herren der Schöpfung hier auch. Und das möchte ich, und das möchte ich, und das möchte ich. Okay, den brauche ich nicht unbedingt. Man Buns brauche ich nicht. Das brauche ich aber, und das brauche ich aber. Oh nein, oh Gott. Ach, du heiliger Strohsack. Oh ja, den Liam möchte ich auch noch haben. Die habe ich ja jetzt eben hier runtergeladen. Und genau, dann für
die große Jungs auch noch und für den Mann auch noch. Ach, es sind nur 3 Seiten, das ist ja toll. Ach, guck mal, hier ist noch eine Frisur für Säuglinge. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und hier den Owen nehme ich auch für Erwachsene dann noch mit. Und für Kleinkinder nehme ich den Owen auch noch mit. Gosling. Ach so, das ist Ryan Gosling. Ach, da sieht man ja wirklich. Guck mal, da kann jemand Sims nacherstellen, nicht so wie ich. Ach, die ist ja auch süß, die Susie, die möchte ich. Und die ist auch schön, die Elena. Elena. Und die Alma. Okay, und Seite 3, wir haben es gleich geschafft. Ach, die ist schick. Die möchte ich. Ja, und dann nehme ich den Owen auch noch für die Kinder mit. Oh Gott, guckt euch diese Leiste da oben an. Okay, das war auch sehr erfolgreich. Aber ich habe ja auch sehr lange darauf gewartet. Ne? Ich habe sehr lange neue Kinder- und Kleinkinderhaare und so gesucht. Also freuen wir uns ja eigentlich, ne? So, diese Seite habe ich gefunden, fand ich auch super cool. Ist aber auch alles hinter einer Paywall. Und dies ist mein Appell. Wahrscheinlich verstehen die Creator mich gar nicht, aber macht es bitte nicht. Das ist illegal. Also wirklich, es steht in den Richtlinien von EA, dass sie das nicht machen dürfen. Ich hätte so gerne diese Hängematte hier gehabt, weil die ist so süß. Da ist auch noch so eine Lichterkette drumherum. Und wie gesagt, ich bin ja auch voll dafür, dass jeder fair bezahlt wird. Und ich würde diesem Creator, wenn mir das gefällt, tatsächlich auch meine Patreon-Mitgliedschaft geben. Aber sowas finde ich dann einfach irgendwie nicht fair. Guck mal, das ist aber kostenlos. Brauche ich aber nicht. Aber guckt, diese ganzen Sachen sind alles nur, wenn man für die Patreon-Mitgliedschaft zahlt. Und halt auch weit über einen Monat. Also hier, das ist aus dem November. Finde ich echt super schade. Aber, naja. Ah, hier sieht man es. Guckt, wie süß das aussieht einfach. Ich hätte es so gern gehabt. Naja. Ach so, ja genau. Den Creator habe ich auch noch gefunden. Fand ich auch sehr, sehr süß. Snooty Sims. Das ist auch tatsächlich der Creator, von dem ich die Barbie Legacy spiele, beziehungsweise die Seite. Da habe ich das gefunden. Fand ich sehr lustig. Aber da gab es auf jeden Fall auch so ein paar Sachen, die mir gefallen haben. Aber jetzt war ich so euphorisch bei den anderen Seiten, dass ich jetzt hier, ne? Bin gar nicht mehr so verrutscht. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Das ist aber halt leider auch noch hinter einer Paywall. Okay, die Sachen sind mega schön. Bitte lass sie mich downloaden können. Da steht Public Access 5. Februar. Das ist jetzt. Oh, großartig. Okay, nehme ich mit. Guckt euch das mal an. Wie cool ist das denn? Allein das hier, das macht mich so glücklich. Also dieses kleine Radatsch einfach. Oder das ist ja dann ein Objekt wahrscheinlich. Finde ich super. Weil da muss ich das nicht alles einzeln dahin stellen, sondern man kann einfach diese eine Sache dahin tun. Toll. Och, das ist auch so schön. Ist aber auch noch im Early Access. Aber bei dem Creator ist es immerhin so, dass es dann nach einer Zeit halt öffentlich wird. Also ähnlich auch wie bei Serenity. Habe ich auch, glaube ich, noch offen, ne? Irgendwo. Oh ja, da oben. Oh mein Gott, guckt mal. Das sind echte Filmposter. Süß. Das Badezimmer-Set ist auch schön. Aber bei sowas bin ich tatsächlich mittlerweile, dass ich da in-game ganz gut versorgt bin. Ach so, das sind verschiedene Sets. Wow. Ja, ich möchte alles. Da kenne ich keine Gnade. Das ist ja aber auch so schön. Okay, das brauche ich nicht unbedingt. Aber das ist schon sehr schön. Ich weiß, ich habe gerade noch gesagt, die Ingame-Sachen finde ich auch toll. Jetzt lade ich gerade eine Badewanne runter. Lass mich. Guck mich nicht so an. Ja, okay, aber ich glaube, das war schon gut. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz bei Serenity, was es da Neues gibt. Ob es da irgendwas kostenlos abzustauben gibt. Und dann zeige ich euch die Sachen in-game. Ach ja, das ist doch einfach schon wieder der Knaller, oder? Wie süß sind die Sachen bitte. Und diese Anzeigebilder sind immer so schön. Also ich möchte, dass diese Person bitte meine Thumbnails macht. Das ist schon free to download. Nee. Oh Gott. Wow. Das hat mich jetzt sehr glücklich gemacht. Guck mal, da kommt die Sonne auch direkt raus, Leute. Das ist ein Zeichen, dass ich alles richtig mache. So, aber die anderen Sachen hauen mich jetzt gar nicht so vom Hocker. Ich glaube, das habe ich nämlich schon, oder? Ich lade es mal zur Sicherheit runter. So, jetzt reicht's aber. Das reicht. Das war ja völlige Eskalation. Und wir haben nicht mal auf The Sims Resource geguckt. Naja, ich versuche die Sachen jetzt mal alle in mein Spiel zu kriegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Okay, we did it, ladies and gentlemen. Das ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde später und ich habe jetzt alles im Spiel. Ich habe jetzt gerade einfach eine Familie aus der Galerie runtergeladen, die jetzt mal die Models für heute sein werden. Männerhaare habe ich ja gar nicht so viele runtergeladen. Ne? Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir da finden können. Die sind von dem Creator. Aha! Jetzt weiß ich auch, welche Haare das sind. Es ist für mich trotzdem ein neuer Creator. Ist mir egal, was sie sagt. Ich finde, diese Frisur sieht voll aus wie Ian Sommerhall da. Heißt er so? Damon. Damon. Also wie geil einfach. Die Cappy ist auch mega schön. Das ist wirklich alles, was ich mir immer gewünscht habe. Oh mein Gott. Also, dass der Bart sich mit verändert, irritiert mich gerade ein bisschen, aber wow. Wait, war das bei dem Creator, wo man die Farbe ändern konnte? Nee. Ich flipp aus. Bei Gesichtsbemalung hat man dann hier für jede Frisur einfach die Option, die Farben zu ändern. Ich kann nicht mehr. Ach du heiliger Strohsack.
Ist das krass. Okay, warum gucke ich mir das bei der Frisur an, wo man das am wenigsten sieht? Ich weiß es nicht. Aber die Frisur ist auf jeden Fall mega geil. Dann habe ich die noch runtergeladen. Achso, ich habe ihm jetzt hier so eine fancy Frisur gemacht, ne? Mit so Strähnchen. Ist das jetzt automatisch angewandt? Okay, ich mache das mal kurz ab. Unfassbar schön. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir noch diese runtergeladen. Finde ich auch richtig schön. Vor allem, weil ich schon länger auf der Suche nach Haaren war, die so ein bisschen mehr, also ein bisschen ordentlicher aussehen. Aber trotzdem nicht so super geleckt wie, ja, obwohl die ist auch nicht so super geleckt, ne? Gefällt mir auch super, super gut. Dann haben wir natürlich noch die Ryan Gosling Frisur. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt heute auch runtergeladen habe oder ob ich die dann schon mal ein anderes Mal runtergeladen habe. Aber auch sehr cool, wenn man mal ein Sim haben möchte mit langen Haaren. Und die hier habe ich auch noch. Und diese habe ich auch noch. Hör mal, eine Menge Auswahl habe ich. Und die habe ich anscheinend auch noch runtergeladen. I love it. Ich lieb's, Leute. Ich lieb's sehr. Wir brauchen noch einen Sohn, um die Haare präsentieren zu können. Perfekt. Okay, also es gibt die Frisuren auf jeden Fall dann auch immer für beide Geschlechter. Also nicht alle, aber viele gibt's dann auch für beide Geschlechter. Das finde ich auch ganz cool. Ich meine, theoretisch kann man einfach den Filter oben rausmachen, aber schadet dir trotzdem nicht. Haben wir die Frisur. Ich finde die auch super geil. Gefällt mir richtig gut. Also ich habe voll Lust, mal so einen Jungen mit langen Haaren zu spielen. Finde ich sehr, sehr cool. Dann habe ich das Cappy auch für Jungs. Super geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Weil ich finde, diese Frisur sieht immer, die hat schon so eine Attitude irgendwie. Aber das sieht einfach nur cool aus. So, keine Ahnung, mag ich voll gern. Dann habe ich die noch und die. Dann haben wir die, glaube ich, auch noch neu runtergeladen. Ist die neu? Ja, stimmt. Die mit dem Dutt hinten. Die habe ich noch neu runtergeladen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann noch diese Frisur. Dann schauen wir uns mal an, was ich für Kleinkinder gefunden habe. Eieiei, ich habe wirklich eine Menge runtergeladen, ne? Naja, was soll's. Warte, wir machen dem Kind mal ganz kurz ein Skin drauf, weil dann wirkt das alles mal ein bisschen besser. Und ein paar Lashes. Also, wir haben einmal diese Frisur. Das sieht sehr süß aus. Oft ist mir das zu groß, also dass der Dutt dann einfach riesig ist. Okay, der Skin ist ein bisschen kaputt. Eine Sekunde. Aber der Dutt ist ja so niedlich mit dem geflochtenen. Oh mein Gott, das gefällt mir so gut. I love it. Und da können wir auch überall die Farbe verändern? Nee, okay, nicht bei allen Frisuren ist das möglich. Oder kann ich das jetzt theoretisch darauf anwenden? Also theoretisch kann man das darauf anwenden, aber es ist ein bisschen buggy. Aber so niedlich, wirklich. Ich kann nicht mehr. Achso, hier sind noch welche vorher gewesen. Dann habe ich noch diese hier, finde ich auch sehr, sehr süß, mit so leichten, krausen Haaren. Dann haben wir noch so eine glatte Frisur, auch super niedlich. Diese habe ich auch neu runtergeladen, gefällt mir auch richtig gut. Oh mein Gott, ich habe alles richtig gemacht. Die ist ja auch so süß. Dann habe ich noch diese Frisur. Und dazu gibt es anscheinend noch ein Accessoire. Sorry, dass ich gerade ausraste, aber das ist ja, das macht mich so glücklich. Es macht mich so glücklich. Aber das Accessoire kann ich gerade irgendwie nicht finden. I don't know. Aber die ist auf jeden Fall auch super süß, die Frisur. Nee. Leute, ich habe wirklich, ich dachte, ja, mal gucken, wie die so in-game aussehen. Aber die sind ja der Wahnsinn. Allein auch diese ganzen Babyhaare da oben. Oh mein Gott, diese Frisur ist so perfekt. Das wäre meine neue Go-To-Frisur für Kleinkinder. Dann habe ich noch diese Frisur, auch super, super niedlich. Die hatte ich vorher schon. Die habe ich eigentlich für Männer runtergeladen, aber für Kleinkinder sehen sie auch richtig toll aus. Sehr, sehr süß. Die hatte ich alle vorher schon. Ich gucke mal ganz kurz, was ich noch für männliche Frisuren runtergeladen habe. Für Kleinkinder habe ich noch diese, auch sehr, sehr cool. Die habe ich noch neu runtergeladen. Gefällt mir auch für Kleinkinder sehr gut. Die ist auch super cool. Die kleine Maus wird jetzt mal eben ganz kurz gealtert, damit wir uns anschauen können, was ich noch für weibliche Frisuren runtergeladen habe. Okay, ja, für Mädels habe ich wirklich eine Menge Haare. Aber man kann nie genug haben, sage ich doch immer, Leute. Oh Gottchen. Wenn ich das dann im Creative Sim sehe, wird mir das Ausmaß immer erstmal bewusst. Also, diese Frisur habe ich neu und ich lieb's. Oh mein Gott. Das ist ja so geil. Sie sieht jetzt schon aus wie so ein Mean Girl durch die Augenbrauen. Hammer. Großartig. Dann haben wir noch diese Zöpfe. Okay, ich muss definitiv die letzten 7 Seiten noch durchgucken, die ich in diesem, auf dieser Seite noch offen hatte. Ich hatte Angst, dass die zu sehr abstehen, weil das mag ich immer bei Zöpfen nicht. Aber das ist ja überhaupt gar nicht so. Ach, du heiliger Strohsack, ist das schön. Dann haben wir noch diese Frisur, die hatte ich ja auch für Kleinkinder runtergeladen, auch für Kinder super süß. Diese Frisur hatte ich auch vorher schon, sehr, sehr schön. Also diese kleinen Details, ne, dass es hier hinter das Ohr ist und diese Strähne, die so leicht hier nach hinten fällt, gefällt mir super gut. Dann habe ich noch diese Frisur mit dem Pony, auch sehr, sehr hübsch. Dann noch so ein Dutt, den hatte ich auch für die Kleinkinder. Oh, ich hatte ja auch noch 2 für Säuglinge, ne? Das müssen wir uns gleich auch noch angucken. Diese Frisur habe ich auch noch neu runtergeladen, auch super süß. Die ist auch neu, finde ich, hat auch, also gibt dem Sim direkt voll Charakter, finde ich super cool. Die ist auch noch neu.
Leute, ihr müsst CC shoppen gehen, es tut mir sehr leid. Ihr müsst CC shoppen gehen. Dann habe ich diese Frisur runtergeladen, auch super süß. Die Cappy. Ach du Schizzledy. Wow, das sieht ja so cool aus. Ich liebe alles an dieser Frisur, alles. Fantastisch. Die ist auch noch neu, mit so einem schönen geflochtenen Zopf noch da oben dran. Dann habe ich noch diese Frisur, die ich auch für Kleinkinder habe. Die Bömmels, oh mein Gott, sehen auch für Kinder richtig toll aus. Dann noch so eine kurze Frisur, dann noch etwas längere Haare, obwohl, sind sehr lange Haare. Vorne sah es nicht so lang aus, aber sehen trotzdem cool aus. Dann habe ich noch diese Frisur runtergeladen, gefällt mir auch sehr gut. Die ist auch noch neu, mit so einem geflochtenen Zopf oben. Dieses auch neu. Okay, das sind sehr viele Haare. Das ist das, was ich immer nicht ganz so gern mag, wenn das so... Also ich finde, das sieht immer so aus, als hätte sie Extensions drin. Deswegen, die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so häufig benutzen, aber trotzdem sehr hübsch. Die Sonne kommt schon wieder. Ja, Sonne, ich weiß. Ich hatte das richtige Gefühl bei dieser Seite. Vielen Dank. Okay, weiter geht's mit noch einer kurzer Frisur. Auch super cool. Die hatte ich vorher schon. Die auch. Die hatte ich aber nicht vorher. Okay, auch da ist es ein bisschen voluminös, aber gibt es ja auch, ne? Also ist jetzt nicht super unwahrscheinlich. Die habe ich auch, glaube ich, neu, ne? Oh mein Gott, auch super süß. Die ist, glaube ich, auch neu. Gefällt mir auch super gut. Oh Gott. Die habe ich, glaube ich, nicht neu. Aber habe ich irgendwie noch nie gesehen. Oh mein Gott. Also ich glaube, die Kinderfrisuren sind meine Favorites. Die sind wirklich mega schön. Jetzt gucken wir uns noch ganz kurz die Säuglingsfrisuren an, die ich runtergeladen habe. Das waren ja nicht ganz so viele. Habe ich nur für Jungs welche runtergeladen? Ah ja, okay. Haben wir einmal diese hier, aber das ist perfekt. Das ist einfach perfekt. Weil so haben wir die Auswahl zwischen Max's Match und Alpha CC. Also es ist ja fast das gleiche. Also. Aber jetzt haben wir diese Frisur. Dann habe ich noch diese mit dem kleinen Dutt. Das ist ja auch super süß. Und diese Frisur. Mehr habe ich da gar nicht runtergeladen. Oh mein Gott, ist das fantastisch. Ich lieb's. Ich bin so happy. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Ausbeute. Also ich hatte lange nicht mehr so ein zufriedenstellendes CC-Shopping-Erlebnis. Die letzten Male war es irgendwie immer so, ja, mal gucken. Aber das war fantastisch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euer Leben auch bereichert und euer Spiel und euren PC eher nicht so. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Creator vorher schon kanntet und warum ich nicht alle Haare vorher schon im Spiel hatte. Ich kann es mir nicht erklären. Falls ihr noch super coole Creator kennt, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht beim nächsten Mal berücksichtigen, weil anscheinend gibt es da immer noch Creator, die ich nicht kenne, auch wenn ich schon seit so vielen Jahren auf dem CC-Markt unterwegs bin. Ansonsten war es das dann für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht und falls ihr mehr CC-Shoppen sehen wollt, schreibt es mir gerne auch in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi!